So Leute, heute bin ich mal wieder auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt unterwegs und ich kann euch sagen, es ist alles wie früher. Also Leute, wenn ihr euch daran erinnern könnt, vor Corona gab es ja noch dieses Weihnachtskarussell, also diesen Rentierschlitten, und der ist jetzt wieder da. Also dieser Adventskalender stand auf jeden Fall zuerst am Friedrichsplatz. Vielleicht gibt es zwei davon. Mal schauen. Auf jeden Fall, Leute, auf dem ganzen Weihnachtsmarkt sind sehr viele Glühweinstände und hier werden überall gebratene Mandeln verkauft. So Leute, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, letztes Jahr wurde dieses Haus renoviert. Jetzt wird dieses Haus hier renoviert. Es gibt auf jeden Fall sehr viel Staub, was mich stört. Also wie immer ist auf jeden Fall die Weihnachtspyramide dabei. Unten werden auf jeden Fall Bratwürste und sowas halt verkauft, was typisch für den Weihnachtsmarkt ist. Also Leute, das Dreiste an der Sache ist auf jeden Fall, dass ein Glühwein bzw. ein Wein halt 3,50 Euro kostet. Also Leute, wenn ihr Lust habt zu sparen, empfehle ich euch auf jeden Fall den Christkindels Glühwein aus dem Lidl. Der Glühwein kostet 1,70 Euro und man hat einen Liter davon. Also Leute, diese Weihnachtspyramide stand früher vor der Eisrutsche. Jetzt steht sie hier am Friedrichsplatz. Was ich auf jeden Fall sehr erstaunlich finde, ist, dass es hier wenige Menschen gibt. Also hier ist es sehr leer im Vergleich zum Königsplatz. Also das, was ich komisch finde, ist, dass der Flickflack-Zirkus noch nicht aufgebaut ist. Normalerweise wäre er eigentlich schon da. Also der Weihnachtsmarkt steht hier schon seit dem 21. November. Ja, aber der Zirkus ist noch nicht da. So, das Riesenrad ist auf jeden Fall immer dabei. Ja, so sieht es hier aus. So Leute, jetzt bin ich an einer Stelle, wo es gerade mal so menschenleer ist. Also wenn ihr euch meine Videos anguckt, dann kennt ihr bestimmt diese Stelle. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr voll hier, weshalb ich auch nicht immer filmen kann, weil man erstens zu viele Menschen sieht. Ja, und somit sieht man ja auch nichts. Ja, das ist ja eigentlich auch der zweite Grund. Hauptsächlich will ich ja nur diese Weihnachtsmarkthütten filmen. Ja, und jetzt gehe ich zur letzten, sag ich mal, Attraktion. Und zwar, das sind die Schaufensterfiguren vom Galeria Kaufhof. So Leute, also auf jeden Fall, man hat diese Schaufenster, keine Ahnung, Attraktionen oder so, halt dieses Weihnachtsmarkt ein bisschen verkürzt. Also früher war es auch noch hier. Also, so sieht es jetzt auch aus. Also in drei Schaufenstern gibt es halt diese Figuren. Die waren eigentlich immer hier. Letztes Mal waren die an einer ganz anderen Stelle, aber heute sind sie wieder an ihrem guten alten Platz zurück. Also Leute, was auf jeden Fall neu ist, ist dieser Mast. Und wie man sehen kann, gibt es hier ein Drahtseil, das vom Dach vom Galeria Kaufhof bis zu diesem Mast geht. Und zwar fliegt da manchmal der Weihnachtsmann rüber, also beziehungsweise, ja, er fliegt mit seinem Schlitten rüber, das an seinem Seil befestigt ist. Das ist halt so eine Art Seilbahn. So Leute, das war es auf jeden Fall schon mit meinem kurzen Video vom Weihnachtsmarkt 2022. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich rate euch, wenn ihr Geld sparen wollt, kauft euch auf jeden Fall den Christkindels Glühwein aus dem Lidl. Der kostet 1,70 Euro.
Und wenn ihr Lust habt auf Mandeln, Sonnenblumenkerne in Zuckerglasur, macht euch es einfach selber. Beziehungsweise bratet euch mal eine Bratwurst, macht es in ein Brötchen rein und ja, geht auf den Weihnachtsmarkt. Ja, also die Händler haben die Preise nur angehoben, weil wir in einer Inflation leben und die Gas- und Energiekosten steigen. So Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie meine Kameraqualität ist. Also das Video mache ich mit einem neuen Handy. Samsung Galaxy A13 heißt es. Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch kaufen. Im Lidl gibt es das für 130 Euro. Ich habe es mir im Saturn für 160 gekauft. Das hat 64 GB Speicherplatz und somit genug Speicher, um lange Videos aufzunehmen. Es tut mir auf jeden Fall leid, Leute, dass ich keine Videos in letzter Zeit gemacht habe. Also es liegt erstens daran, dass die Pandemie zum Großteil zu Ende ist. Also ich sag mal, die Maßnahmen, die ich als Corona-Diktatur bezeichne. Und ja, so eine starke Inzidenz gibt es jetzt auch nicht. Weshalb ich auch sehr selten Videos mache. Also meine letzten Masken hab ich mir, glaube ich, so im August gekauft. Dazu gab es auch ein Video. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass ich sehr selten Minecraft spiele. Ich finde halt keine Zeit. Ich bin jetzt in der 10. Klasse. Das Gymnasium geht mir auf die Nerven. Ja, aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema habe ich, und zwar Bier. Schreibt mir auf jeden Fall, wie euch das Thema gefällt. Vielleicht mache ich mal einen Biertest. Denn handelt es sich in meinem Kanal nicht nur um Corona und solche Sachen, sondern auch um Bier. Okay, Leute, ich verabschiede mich von euch und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und meine Videos liked. Bis zum nächsten Mal und tschüss.